Heute möchte ich mal ein bisschen über Preise sprechen. Ich habe nachher noch eine sehr interessante Sache zum zweiten Teil des Videos. Jetzt am Anfang möchte ich bloß mal ganz kurz so ein paar kleine Schätzchen von mir zeigen. Ich hatte irgendwann mal einen Kommentar gehabt, warum ich denn nur baue und ob ich denn überhaupt Rollmaterial hätte und wie auch immer. Natürlich habe ich Rollmaterial. Ich habe hier bloß mal eine ganz, ganz kleine Auswahl von denen, dass ich hier stehen habe noch. Das möchte ich euch sowieso alles in Zukunft mal präsentieren. Das sind teilweise Loks und Rollmaterial, was ich noch umbauen muss, was eben noch analog funktioniert, was eben noch digitalisiert werden muss, wo ich auch die Gestaltung vielleicht noch vornehme. Hier ist ja schon eine Alterung zum Beispiel geschehen bei der Lok, aber die muss noch umgebaut werden mit entsprechenden Stromleitenkupplungen und mit der Beleuchtung alles nochmal prüfen, Decoder einbauen und so weiter und so fort. Das habe ich natürlich bei vielen, vielen meiner Loks noch nicht gemacht, deswegen sieht man auch meistens immer so zwei, drei gleiche Loks fahren, wenn ich dann mal fahre, weil im Moment komme ich ja gar nicht dazu, weil ich eben so viel baue. Aber irgendwann bin ich ja jetzt auch durch mit der Anlage. Ich bin ja gerade auf dem Hauptmodul. Und dann können wir uns auch um diese ganzen Schätzchen mal kümmern. Hier zum Beispiel haben wir auch ein sehr, sehr schönes Teilchen. Das wird auch bald zu sehen sein. Ja, also da habe ich sehr, sehr schöne Teile hier stehen. Wir sehen es jetzt hier. Das sind also zwei schöne Modelle, die ich mich persönlich sehr freue, wenn ich die einsetzen kann. Wenn ich die fahren lassen kann. Und hier oben, wie gesagt, sehen wir schon ein gealtertes Modell. Hier unten sehen wir noch ein ungealtertes Modell. Wie gesagt, dann werden die mit der Beleuchtung aufgearbeitet. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich mich da nicht lumpen lasse. Da muss ich immer ziemlich viel dran machen. Und entsprechend wird da auch viel Schönes noch auf uns zukommen. Und wenn wir jetzt mal über die Preise sprechen, gerade von solchen Modellen jetzt hier, wie zum Beispiel bei dem Schienenbus hier zum Beispiel mit den zwei Extra-Waggons. Das sind eben Preise, die, da will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, wo du eben tatsächlich schon mit unter die Ohren mit Schwung anlegst, wie man so schön bei uns hier sagt, wo man sagt, meine Herren, wo steht jetzt hier das Verhältnis? Wobei ich immer noch sage, bei den älteren Modellen, ich bin ein Fan ein bisschen von älteren Modellen, die neuen sind mir doch mit zu vielen Problemen behaftet und ich weiß, dass einige von euch diese Probleme auch haben, das sehe ich in den Videos immer, wenn sie was zeigen oder wenn ihr was zeigt. Und ich bin also ein Fan tatsächlich von älteren Modellen. Die sind mir irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da alleine stehe mit der Meinung, die sind mir irgendwie wertiger, ja? Oder wenn ich mir dieses Modell hier anschaue, eins meiner absoluten Lieblinge, das ist also ein wunderbares Teilchen. Ja, das sind natürlich Sachen da, ja, ich weiß nicht. Und wenn man das in der Hand hält, das Gewicht von diesen Teilen, das ist eben was Ganzes, ja. Hier muss ich allerdings auch sagen, das muss ich noch umbauen, ja. Auch hier die Beleuchtung, alles gut. Aber eben Decoder-Einbau, Digitalisierung, das kommt also alles jetzt irgendwann noch auf uns zu. Da könnt ihr euch wieder drauf freuen. Die Alterung der Modelle, das heißt, die werden bemalt, die werden, ja, gealtert halt, das brauche ich euch nicht zu erklären. Und da gibt es eben wirklich schöne Sachen, die uns noch vor uns liegen. Aber auch hier Preise, wo man sagt, das ist, also damals ging das noch, als man sowas gekauft hat. Ja, schaut mal hier. 195, 156. Leute, das sind keine Euro. Ja, das sind D-Mark. Aber dann weiß man, wie alt so ein Modell ist. Ist ja logisch. Das ist natürlich 20 Jahre und älter. Aber die Qualität hiervon stimmt. Natürlich baue ich da andere Motoren. Natürlich mache ich da einiges noch dran. Aber ich muss es nicht. Es würde funktionieren. Sowas bekommst du halt nicht mehr für den Preis. Ja, wenn ich das umrechnen würde in Euro, ja, da wird es dir heutzutage schlecht, wenn du überlegst, was du dafür bezahlen musst. Und wenn wir auf das Car-System eingehen, wo ich gerade dran arbeite, wenn man sich überlegt, dass so ein LKW hier, so ein kleines, billiges Teil, 140 Euro kostet. Ja, machen wir mal auf, haben wir ja schon öfters gemacht. Hier hinten ist ein Akku drin, eine klitzekleine Platine und ein Motor für ein paar Cent. Und dann halt das Modell. Ja, das sind, entschuldigt bitte, klar kann man da sagen, Entwicklungskosten und was da alles an Ideen reingeflossen ist, aber na, ja, aber ein Fuffi hätte es auch getan. Aber ist egal, ich jammere nicht, ich kaufe mir das ja auch und ich freue mich auch drauf, wenn die kleinen Teile dann fahren. Auch hier wird noch gealtert, hier wird auch noch Beleuchtung eingebaut. Aber kann man das nicht gleich machen? Kann man das für so einen Preis nicht schon drin haben? Ja, wäre eine Variante. Jetzt möchte ich mal drauf eingehen, jetzt möchte ich euch mal zeigen. Ich räume das mal alles weg jetzt hier. Moment bitte. Und jetzt habe ich hier das krasse Gegenteil dazu. Ich habe ein Paket, ich habe das mal hier geschwärzt, da muss ich nicht alles auspixeln. Meine Adresse, wer sie haben will, findet ihr in jeder E-Mail von mir. Ist egal, ist kein Geheimnis, aber ich muss ja hier auch nicht hausieren gehen damit. Ist ja auch egal. Und ich habe jetzt hier mal probiert, mir Modelle gebraucht zu kaufen. Man sieht ja schon, wo es her ist.
Wo kann man da landen? Weil auch hier habe ich Jammervideos schon gehört von YouTubern, die auch Videos machen zu Modellbahnen, die immer sagten, das ist alles so schrecklich teuer. Und das habe ich mir gesagt, okay, jetzt schaue ich mich mal um, was kann ich eigentlich bekommen? Und habe hier ein Konvolut gekauft, wo ich überhaupt nicht wirklich weiß, was mich erwartet. Natürlich waren da ein paar Bilder drin, da waren ein paar Sachen drin, die man sich angucken könnte, aber ich habe auch schon von Fällen gehört, wo der berühmte Backstein im Paket gewesen ist. Also das ist relativ schwer. Und jetzt wollen wir einfach mal zusammen hier reinschauen, was ich dafür bekommen habe. Ich sage es gleich, ich habe für dieses Paket, wie es hier steht, läppische 20 Euro bezahlt. Und jetzt schauen wir mal, was hier tatsächlich drin ist in dem Paket. Das habe ich also vor ungefähr, ich habe es schon bestimmt 14 Tage hier liegen, weil ich ja die anderen Videos mache. Und jetzt habe ich gerade ein Video, was in Bearbeitung ist, wo eben auch bei mir auf der Modellbahn bisschen was trocknen muss. Das würde ich jetzt eh nicht schaffen zu diesem Freitag, aber auf nächsten Freitag könnt ihr euch freuen, da kommt wieder ein schönes Thema. Und da habe ich gedacht, nutzen wir mal die Zeit heute jetzt mal ein bisschen über die hohen Preise zu meckern, die heute sind, beziehungsweise damals war alles noch ein bisschen günstiger. Und jetzt schauen wir einfach mal rein, was wir hier für 20 Euro in einem Konvolut mit gebrauchten Teilen erwarten können. Hier habe ich ein bisschen mehr aufgeschnitten, als ich wollte. Also wir sehen schon, es ist Papier drin. Das nehmen wir mal raus. Und es scheint tatsächlich kein berühmter Backstein zu sein, sondern hier sind fein säuberlich verpackte Modelle drin. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr, was hier drin ist. Aber wir gucken mal zusammen rein. Wir fangen mal mit der ersten Tüte an. Jetzt gucken wir mal weiter. Auch ziemlich leicht. Was haben wir denn hier drin? Mal gucken, ob ich noch mehr Autos gekauft habe für 20 Euro, die ich nicht brauchen kann. So. Aber alles nett verpackt. Ah ja, jetzt kommen wir tatsächlich in unseren Maßstab rein. Ein Kesselwagen. Kesselwagen habe ich schon jede Menge, auch die gleiche Bauart. Die werden übrigens auch alle noch gealtert, umgebaut. Nicht umgebaut, aber gealtert. Die bekommen eine Stromabnahme drunter, die bekommen neue Achsen drunter. Aber dieser macht für mich einen neuwertigen Eindruck. Den stellen wir gleich mal hin. Ich packe mal die Autos ein bisschen nach oben. Packen wir mal hin. Also die Autos, wie gesagt, das hilft mir auf meiner Spur endlich weiter, aber das ist nicht weiter schlimm. Das kann man eben, wie gesagt, weitergeben. Überhaupt kein Problem. Falls jemand Interesse hat, der das sich anguckt, gerne auch hier noch mehr Autos. Dann kann man auch ein Diorama draus bauen. Schaut doch mal die kleinen Kerlchen. Hier ein Smart als Cabrio. Hier mit so einem Glasdach drin. Völlig in Ordnung. Ja. Und alles drehbare Räder, ja, alles drehbare Räder, alles funktioniert, alles kann man einsetzen. Wunderbar. Bin ich also auch nicht traurig drüber. Was haben wir jetzt hier? Wusste ich gar nicht mehr, dass der Autos drin hatte. Und Autos drin? Wieso habe ich da Autos drin? Das ist das Paket, was ich für 20 Euro gekauft habe, Leute. Da kriegst du noch nicht mal diesen Kesselwagen hier dafür, ja? Schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Und noch ein Kesselwagen. Ich sag's euch, wie neu. Ich weiß nicht, ob man sieht, ein bisschen hier oben. Ist schmutzig, ist aber überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, wird sowieso gealtert. Und dann passt das. Der zweite Kesselwagen. Rollt sauber, alles gut. Ich pack mal den ganzen Mist hier ein bisschen weg, das Papier. So, machen wir mal weiter. Was haben wir hier? Das ist ja noch, nee, das ist normales Papier, alles klar. Was haben wir hier drin? Schöne kleine Börse schachteln, das mag ich sowieso. Haben wir noch ein Auto gekauft? Keine Ahnung. Ach, Kühlwagen. Auch hier. Kulmbacher Eichelbräu. Super. Also auch von hier, von der Qualität, von der Gängigkeit, vom Aussehen her, kannst du nicht sagen. Läuft, passt, freut mich. Und wir sehen, da kommt noch einiges auf uns zu. Was haben wir hier? Große handliche Schere ja wieder angesetzt. Schauen wir auch hier rein. Das sieht jetzt schon aus wie ein Personenwagen. Jawohl. Auch hier. Gut, der ist bespielt, der ist benutzt. Der ist abgegriffen. Kein Problem, solange er rollt, beziehungsweise solange das hier alles funktioniert. Das scheint ein bisschen schwergängig zu sein. Das kann aber jetzt einfach, weil es ein bisschen, wenn man so schief hält, ja, wenn es auf einem Gleis, auf einem Schienen steht. Aber überhaupt kein Problem, das passt schon. Und wenn der jetzt wirklich nicht passen sollte,
dann wird der komplett verrostet und wird in den BMW reingestellt. Dann habe ich da auch was. Aber auch hier, das Gewicht kannst du echt nicht sagen, weil es müssen für mich immer gewisse Gewichte dabei sein, wenn ich sowas habe. Ja? Und schaut mal, es geht immer noch weiter hier drüben. Was haben wir hier? Wieder ein Wagen. Drei Wagen. Wenn ich jetzt gerade eingesagt habe, korrigiere ich mal auf drei Wagen. Hier haben wir einen, der hatte mal was drin. Sieht aus, wie, als wenn der Ladegut drin war. Überhaupt kein Problem. Sowas baue ich mir, wie gesagt, alles um. Überhaupt kein Thema. In grün, sehr schön. Die werden alle koloriert. Also wer jetzt sagt, der hat ja oben was drin, ist nicht weiter schlimm. Passt mal auf, ich zeige euch mal kurz was. Das ist jetzt also, das gehört nicht dazu. Aus diesen Wagen oder ähnliche Wagen werden die bei mir entsprechend umgebaut. Hier habe ich mir wie so eine Art Reinigungszwerg drunter. Den können wir uns erstmal wegdenken. Ihr kennt vielleicht das Video noch, wo ich mir die Wagen umgebaut habe. Die waren mal richtig rot. Ja, und die habe ich eben komplett umgebaut. Die haben eben schon diese Magnetkupplungen dran. Die haben die Stromaufnahmen drunter. Und so muss man sich das vorstellen, mache ich das hier auch. Oder mit dem hier, ja. Das habe ich eben, die waren auch so in diesen Rotton. Auch hier, da hatte ich mir mit dem Lasercutter da diese Bohlen reingebaut. So muss man sich das vorstellen. Deswegen alles gut. Alles nicht weiter schlimm. Alles passt irgendwo. Und wie gesagt, das sind hier die, die schon mit Magnetkupplung umgebaut sind, mit den Stromaufnahmen. Packe ich mal wieder weg. Schauen wir mal, was dann noch alles kommt. Hier ist nochmal, machen wir hier unten weiter. So, na das doch mehr als eins. Was haben wir hier? Den nächsten. Passt zu dem, was ich gerade gezeigt hatte, ne? Das ist der, den ich hatte. Und hier. Ein grüner. Sehr schön, passt zu dieser Bauart. Ja, schön, Leute. Alles in Ordnung. Hier fehlen die Puffer dran. Mein Gott, das kommt, wie gesagt, auf den Schrottplatz und die Sache ist erledigt. Das passt. Nochmal ein flacher. Sehr schön, passt zu dem hier hinten. Und was haben wir jetzt hier? Ein geschlossener Güterwagen. Ältere Bauart. Mag ich sehr. Wird umgebaut. Passt alles wunderbar. Noch lange nicht fertig, wie gesagt. Wir gucken jetzt wieder hier rein. Was erwartet uns hier noch? Also ich muss mal sagen, dafür, dass ich 20 Euro hierfür bezahlt habe. Schlussversand. So, jetzt ist hier gerade ein Videolicht ausgegangen. Da ist der Akku leer. Dann mache ich mal eine andere Lampe an. Ich hoffe, das ändert nicht gleich zu viel. Was haben wir hier? Schaut. Diese habe ich übrigens schon von der Bauart her. Da besitze ich, glaube ich, schon 8 Stück von. Passt super zusammen. Wird auch bemalt. Freut mich sehr. Wie gesagt, und das war nur ein Test, was ich für das Geld bekomme. Und hier noch ein, das ist ja wohl wahrscheinlich Epoche 1 oder sowas. Wer es besser weiß, kann mich gerne korrigieren. Passt zu diesem. Kann man eine kleine Museumsbahn draus bauen mit einer kleinen alten Dampflok. Davor habe ich übrigens auch genug da. Passt sehr gut zusammen. Weiter geht's. Nächste Tütchen. Was haben wir hier? Das rasselt nicht zu laut hier alles. Ich baue das gleich nochmal vernünftig alles auf. Ha. Leute, der dritte von dieser Bauart. Ja, in dem Fall ein bisschen dunkelgrüner. Egal, wird sowieso bemalt. Habe ich ja schon tausendmal jetzt gesagt. Hier noch einer. Kommt Stromaufnahmen drauf, kommt Beleuchtung rein. Fertig ist der Lack, wunderbar. Papier. Und jetzt, wer es schon hier reinspähen kann, hier kommt nochmal ein Güterwagen, ein geschlossener. Arnold. Sehr schön. Dreht sich alles leicht, hat eine schöne Aufnahme drin, passt. Räumen wir auch gleich weg, das heißt, der gehört ja gar nicht da rein, das können wir also auch draußen lassen. Dann hier den nächsten noch aufmachen. Das ist, ich glaube, das ist sogar so ein roter, ist er das? Ne, ist nicht der gleiche, doch, das ist der gleiche, wie ich ihn hier umgebaut habe. Guck mal. Da haben wir ihn. So sah er aus.
Und so habe ich ihn umgebaut, ist das gleiche Modell. Sehr schön. Werde ich also auch entsprechend anpassen, werde ich vielleicht auch genauso blau machen. Kabelrollen drauf, was war auch immer, die habe ich übrigens auch selber gebaut. Und dann geht es noch, ich glaube, eins haben wir noch drin, das ist das hier. Noch ein Wagen, das heißt, das merke ich ja schon, wie groß er ist. Packen wir mal aus. Jawohl. Sehr schön. Passt mit Sicherheit zu dem hier oben, oder? Brille nicht auf. Ist ja auch völlig egal, aber hervorragend. So macht das Spaß. So Leute, wenn ich jetzt mal, bin ich jetzt hier durch, ja. Wenn ich jetzt überlege, was ich für 20 Euro tatsächlich hier stehen habe. Ich nehme mal gleich noch mal ein schönes Bild von, dann sehen wir das ein bisschen besser alles. Baue das mal auf. Und da ist mir der Zustand, wenn ich sowas hier sehe, völlig egal. Weil, wie gesagt, hier kommt sowieso neues Ladegut drauf. Der Wagen wird komplett bearbeitet. Machen ja viele von euch auch. Manche stehen natürlich nur auf Neufahrzeuge. Ich packe mal die Autos so ein bisschen beiseite, weil das ist jetzt nicht wirklich interessant für mich. So ein bisschen hier so. Ich weiß gar nicht, ob es noch ein Bild drauf ist. Ja, stelle ich die mal hier unten hin. Das ist also definitiv nicht N. Aber das ist nicht weiter schlimm. Kleiner Unimog oder was das ist hier. Und so kann ich sagen, von den Wagen her, wenn man sich das mal anschaut und wer gerne bastelt, wie ich das mache, hat sowieso Freude dran. Ja, den nehme ich hier als Goodie, weil so ein bisschen runtergeranzt wie der ist, aber das ist nicht weiter schlimm, weil er rollt da. Ja, klingt ein bisschen klapprig, aber auch das kann man hinbekommen, überhaupt kein Problem. So, wenn ich jetzt überlege, die obersten sind gar nicht mehr drauf, was? Leute, das sind 20 Euro, was hier steht. 20 Euro bei eBay gekauft. Rollmaterial, Loks habe ich genug da. Sicherlich könnte man jetzt sagen, ja, das sieht ja nicht mehr schön aus, aber die Wagen sind in Ordnung. Ja, das dreht sich alles leicht, da kannst du nichts sagen. Da mache ich meistens noch ein Gewicht, ein Bleigewicht mit drauf. Umso sauberer läuft das ja nachher, aber das werde ich sowieso alles in den kommenden Wochen und Monaten von mir sehen, wie ich das alles umbaue. Ich habe ja noch so viele andere Wagen da, was ich umbauen muss bei mir jetzt hier. Und ich hatte mir mal immer vorgenommen, jeden Tag einen umzubauen. Aber ich schaffe das zeitlich einfach nicht. Aber ich, wie gesagt, ich wollte mal nur vom Preis. Es sollte kein Mecker-Video vorhin sein, was ich gesagt habe mit den Preisen, sondern ich wollte einfach mal gucken, was ist tatsächlich für. Ich hätte es nicht gebraucht, muss ich dazu sagen. Ich habe genug Wagen da. Aber ich wollte einfach mal schauen, nimm mal 20 Euro in die Hand, gib sie aus und gucke, was du bekommen kannst. Mit Versand, glaube ich, dann 6,99 nochmal oben drauf. Sagen wir mal ganz grob 30 Euro von mir aus, ist mir völlig egal. Bekomme ich das dafür? Kann man nicht sagen. Wer einsteigen will in die Modellbahn, kauft sich vielleicht noch eine kleine Lok. Von mir aus auch gebraucht. Und die Lok, die kann man dann auch vielleicht schon für 40, 50 Euro bekommen. Analog zum Beispiel. Dekoder reingebaut. Wer es digital will, ist egal. Kann man alles nutzen. Passt alles. Gut, dann würde ich sagen, werde ich mal beenden für die Woche. Wir sehen uns nächsten Freitag. Ich habe viele schöne Sachen wieder auf meiner Modellbahn gemacht. Ich mache sehr interessante Sachen. Das werde ich euch dann am nächsten Freitag 16 Uhr zeigen. Dann würde ich sagen, macht den gut. Schaut doch mal eins von diesen beiden Videos hier oben noch an. Dann könnt ihr weiterschauen. Der Algorithmus freut sich, der Uli freut sich. Und ich würde sagen, macht den gut. Bis nächste Woche, Freitag 16 Uhr. Bis dahin. Tschüss, euer Uli.